Homöopathie, was ist das eigentlich? Nun, erfunden hat das Herr Hahnemann so um 1790. Im Selbstversuch wollte er herausgefunden haben, dass Substanzen, die die gleichen oder ähnliche Symptome wie eine Krankheit hervorrufen, von dieser Krankheit heilen können. Weil er dabei so schlimme Sachen wie Tollkirschen oder Arsen benutzte, musste er die Sachen natürlich ganz dolle verdünnen. Aus Versehen fuhr er dann noch mit seiner mit Präparaten beladenen Karre über einen Stein und fand auch noch heraus, dass seine Mischungen am besten funktionieren, wenn man sie dazu noch ordentlich schüttelt. Laut den modernen Homöopathen funktioniert das Ganze nun nicht wegen den vorhandenen Wirkstoffmolekülen in der Mixtur, sondern wegen der Information, die von dem verdünnten Stoff ins Wasser abgegeben wird und im kranken Körper dann wieder entsprechend dekodiert werden kann. Dabei hilft die Mixtur offensichtlich umso besser, je weiter man sie verdünnt. Könnte das eigentlich auch mit Alkohol funktionieren? Also das mit dem Verdünnen? Je größer die Verdünnung, desto wirksamer wird das Zeug? Umso besoffener werden wir? Ein Versuch wäre es wert. C1 wäre zum Beispiel eine Flasche Schnaps verdünnt in einer Badewanne. Schnapsgläser her und verkosten. Noch keine spürbare Wirkung, aber nicht aufgeben, sondern weiter verdünnen. C3 entspräche dann schon einer Flasche Schnaps in einem Schwimmbad. Schön abfüllen, etikettieren und Wirkung testen. Naja. C4 ist eine Flasche Schnaps in einem Öltanker. Aber auch hier noch nichts bemerkbar. Bei C8 haben wir die Flasche ins Mittelmeer gekippt. C12 wäre die Flasche Schnaps im Volumen des Jupiter. Rein rechnerisch ist jetzt allerdings noch nicht mal mehr ein einziges vollständiges Molekül in unserem Mix enthalten. Bei C27 braucht man schon große Eimer. Denn nun sind wir im Volumen des Sonnensystems angelangt, wenn das nicht hilft. Weiter geht's mit C74 und nun haben wir die Flasche Schnaps in ein komplettes Universum gekippt. Ein Universum ist schon verdammt groß. Und da es eigentlich überall ist, hätten wir die Flasche auch gleich so ins All kippen können oder durchs Ohr, ganz egal. Schließlich soll die Testreihe bei C100 enden, unser Schnaps in vielen Billionen Universen. Das ist preisverdächtig und muss doch helfen. Analyse. Wasser kann rein physikalisch gesehen keine Informationen speichern, die am Ende aus null Molekülen bestehen. Diese Informationen könnten dann, was fraglich genug ist, höchstens nicht materiell sein. Wie aber und mit welchen Sensoren oder Wahrnehmungsorganen soll der menschliche Organismus diese wiederum aus dem Wasser herauslesen? Offensichtlich handelt es sich also um Quatsch. Oder anders gesagt, wenn der Professor davon tatsächlich besoffen werden sollte, dann könnte das eventuell auch an was ganz anderem liegen.